wieder mit einem neuen Format, okay? X-Stories ist am Start. Eine Person, das war der Obdachlose. Ich dachte, Alter, der wird mich jetzt irgendwas mit mir machen. Ich war keines Jünger, weißt du? Dein großer Bruder ist da und der lässt seinen kleinen Bruder halten? Ich bin fast erstickt. Und die anderen zwei müssen herausfinden, ob die Story wahr oder ein reiner Bluff ist. Bluff, Bluff. Okay, reicht. Was geht ab, Freunde, was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge von X-Stories. X-Stories. X-Stories, Freunde. Yeah. Wir sind heute da mit einem neuen Format, okay? X-Stories ist am Start. Und was in diesem Format abgeht, Freunde, erzählen wir euch jetzt ganz kurz. Ja, was X-Stories, ganz klar einfach erklärt. Hier werden Stories erzählt. Hier werden Stories erzählt und es wird immer eine Jury geben. Und die entscheidet halt, ob die Geschichte wahr oder reiner Bluff ist. Bluff, Bluff. Komm, dann mach du es noch einmal gut jetzt. Ich erst mal so. So, meine Freunde, in diesem Format werden Stories vorgestellt oder Stories aufgetragen. Einer von uns muss sich immer auf dem Stuhl der Stories hinsetzen und der Jury, sprich die anderen zwei, die dann als Jury spielen, denen eine Story erzählen und die anderen zwei müssen herausfinden, ob die Story wahr ist oder ein reiner Bluff ist. Oh. Stark. Reiner Bluff. So, und ihr, ne, während ihr gerade guckt, müsst natürlich auch mitentscheiden oder mit erraten, ne, ob die Story wahr oder ein reiner Bluff ist. Jetzt sehen wir, wer der beste Lügner an diesem Tisch ist. So, somit ist jetzt erklärt, was X-Stories für ein Format ist, meine Freunde, meine Damen und Herren. Sollen wir einen Applaus an X-Stories geben oder sind wir ein bisschen gruselig heute unterwegs? Nö, Applaus gibt's nicht heute. Es werden krasse Stories erzählt. So, pro Folge wird es eine Story geben, okay? Und in dem Sinne würde ich sagen, der heutige Erzähler ist Sammy. Sammy Jackson! Ich hab die Ehre. Ehre, Junge, gib mal auf die Ehre. Ich hab die Ehre, heute euch eine Story zu erzählen. Doch, das heißt Ehre. Ich hab die Ehre. Neue Ära. Ja, aber der hat nicht die Ehre anzufangen, der hat die Ehre, jetzt als allererstes anzufangen. Weißt du überhaupt, was eine Ära bedeutet? Das war ein reiner Bluff. Weißt du überhaupt, was eine Ära bedeutet? Ja, Neuanfang. Alles klar, Freunde, ihr wisst Bescheid, wir kommen zu der Story. X-Stories. Präsentiert von Die Company. Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. So, Jungs, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Du, die Frage, ob du bereit bist. Ich bin voll ausgestattet. Ausgestattet. Ich mach das Ding für mich. Okay, dann fang bitte an, erzähl uns jetzt deine Geschichte. Okay, die Story, der Name von der Story ist halt, ich bin fast erstickt. Du oder jemand anderen? Ich. Ich erzähl du, die Story du, über mich selber. Du persönlich? Ja. Okay. Okay, es fing so an, ich war halt ein kleines Kind, so dritte, vierte Klasse war ich und ich hatte halt nicht so viele Freunde, so. Und ich musste dann halt immer mit den Freunden von meinem Bruder chillen, die halt 2-3 Jahre älter waren als ich, größer waren, weißt du? Und ja, dann, man wollte halt immer so Chillplätze haben als Kind. Wie alt warst du dann nochmal? Dritte, vierte Klasse, keine Ahnung. Ja, warte mal, dritte, vierte Klasse, wie alt ist man bei der dritte, vierte Klasse? Ja, egal. 10, 11. Okay. Boah, ich habe eine wichtige Frage. Wie alt war dein Bruder? Wie alt ist dein Bruder jetzt? Der ist 1,5 Jahre älter als ich. Tamam. Okay, alles gut. Erzähl weiter. So, ich will noch mal sagen, bevor ihr diese ganzen Fragen stellt, diese Fragen werden sich automatisch, während ich die Story erzähle, ergeben. So. Okay, verstehe. So, ich fange mal an. Und man wollte halt damals halt immer so Chillplätze haben. Man ist dahin gegangen, hat Scheiße gebaut, dahin gegangen, hat Scheiße gebaut. Mhm. Und ja, und wir wollten dort immer so eine Unterkunft haben, wo wir immer chillen können. Und eines Tages war halt der Tag, ist halt ein Scheißtag gewesen. Und ja, da war halt ein Kindergarten,
ein verlassenes Kindergarten und ja, wir dachten, gehen wir da mal rein, ne? Und bevor wir da reinkamen, das war der erste Tag, als wir es gesehen haben, ist so eine Glastür, ist ja vom Kindergarten, hat immer so eine Glastür komplett und unten ist ja so eine Stufe und darunter ist ja nochmal ein Glas. Ja. Und wir wollten halt das Glas nicht komplett zerbrechen, weil es genau neben der Straße war. Okay. So, und dann dachten wir, komm, wir nehmen einen Stein, machen nur das untere kaputt, damit wir erstmal reingehen können. Also wir wollten erstmal da reingehen, weil das verlassen war? Ja, wir wollten einen Chillplatz haben. Okay. So, haben wir am ersten Tag erstmal versucht, unten die Scheibe kaputt zu machen. Mhm. Haben wir halt nicht geschafft, weil da ganze Passanten durchlaufen. Und dann dachten wir, Alter, lass lieber abhauen, bevor die Bullen kommen. Nächster Tag ist vergangen. Dann dachten wir, okay, jetzt gehen wir rein. Und ja, haben das dann geschafft, haben da unten dieses Loch gehabt. Und das war halt, ist ja durchgebrochen. War das jetzt auf einer Hauptstraße oder die Tür? Nebenstraße, ist halt eine Straße auf jeden Fall. Dann. War das halt bei dir in der Nähe? Ja, bei mir in der Nähe. Okay. Und wenn man halt Scheibe dazu spricht, ist er halt überall so Scherben, dass man nicht richtig durchlaufen kann. Ja. So. Und wir waren halt 5, 6 Leute und wir sind erstmal da durchgekrabbelt, kamen dann halt irgendwann mal rein und da war halt ein Raum. Wir dachten, okay, ey, das wird unser Raum. So. Dann haben wir uns halt immer aufgeteilt. Da waren so 3 Leute und wir waren zu zweit. Wie viele wart ihr insgesamt? 5 Leute? 5, 6 Leute waren wir. Okay. So. Dann haben wir uns aufgeteilt. Wir wollten halt das bisschen aufpeppen, weißt du, wir wollen ja so einen Chillplatz draus machen. So, dann sind ich und ein paar andere Kollegen in den Keller gegangen und die anderen Kollegen sind oben im Keller gewesen. Vom Kindergarten? Ja, da war ein Keller. Und was ich noch sagen wollte, was auch während der Story, was ihr euch merken müsst, dass hinter dem Kindergarten ein Haus ist, wo ein Obdachloser halt überlebt hat, ne? Also halt da gelebt hat. Das war ein verlassenes Kindergarten? Ja. Was... Hinter dem Kindergarten gab es ein Haus, das zum Kindergarten gehört? Gehört nicht zum Kindergarten. Ich glaube, das gehört zum Verstand. Da hat ja immer so der Hausmeister gelebt. Da lebte ein Obdachloser. Aber ja, also war das auch verlassen, das Haus dahinter? Ja, ja, das war auch verlassen. Da hat der Obdachlose gelebt. Merkt euch das, der Obdachlose hat da gelebt. So, auf jeden Fall. Ich bin mit den Jungs in den Keller gegangen und wir wollten das halt ein bisschen aufpeppen. Die anderen Jungs haben mit Holz, was auch ein wichtiger Punkt ist, mit Pappe und alles drum und dran, haben die versucht, da irgendwas zu bauen. Also so eine Chill-Ecke oder so was? So Chill-Ecke, einfach bauen. Woher hattet ihr dieses Holz und Pappe? Das lag da alles rum, im Keller war alles voll. Wir sind runter und was war da? So ein Kanister, ich weiß nicht, ob das Farbe war, es war auf jeden Fall lila und halt ölig-farbig war das. So, die Jungs oben haben mit Streichhölzern gespielt. Die lagen da auch, oder? Die lagen auch alles da. Du musst dir so vorstellen, alles war da. Es kann sein, dass in einem Kindergarten. Es kann sein, dass da alles noch frisch verlassen ist. Auf jeden Fall, das war, ja, kann man so sagen, das war auf jeden Fall ein Kindergarten, wo noch die ganzen Sachen drin waren. Und dieser Raum war halt leer, so, weißt du? Und ja, und dann dachten wir, komm, wir nehmen mal diesen Ölkanister und gehen mal hoch und wir streichen einfach, weißt du? Hä? Warum leer? Ich dachte, da waren Sachen drin. Ja, Sachen, im Keller waren noch Sachen drin, da waren noch Sachen drin. Gesagt, Stühle waren noch leer. Drin. Ja, was bringt dir einen Stuhl und einen Tisch im Kindergarten? Was siehst du da? So. Ja, okay, egal, erzähl weiter. Auf jeden Fall, während die Jungs da mit Streichhölzern gespielt haben, sind wir dann hochgegangen. Und wir haben uns schon vorher Gedanken gemacht. Da war Öl, hast du gesagt, ne? Farbe, Öl, sowas in der Art. Das war auf jeden Fall eine lila Farbe. Im Keller oder oben war das? Im Keller haben wir das gefunden, okay. Und sind hochgegangen. So, damit ihr nochmal versteht. Und wir dachten, okay, was, wenn Bullen kommen? Wir müssen ja eine zweite Option haben. Was auch... Was heißt eine zweite Option? Wie wir abhauen können. Es gibt nur den einen Weg. Okay, ja, ja. Von unten, ein Fluchtweg. Ein Fluchtweg. Und das war die erste Etage Kindergarten. Und dann dachten wir, komm, wir nehmen ein Seil. Da war ein Seil, haben wir oben befestigt, weißt du? Mhm. Falls irgendwas passiert, dass wir runterspringen können. Weil das ist der Hintergarten von dem Kindergarten gewesen. Direkt auf eine Straße, wo Autobahn ist, weißt du? Ja, und dann kam halt der Tag, wo wir dann hier da ein bisschen gestrichen haben. Die haben da halt mit Streichhölzern gespielt. Ja. So. Und dann dachten wir, komm, wir streichen mal kurz. Und dann ist das, dieser Kanister, ein bisschen auf dem Boden gelandet. Du kennst auch darauf, diese Streichhölzerpackung hat man so ein bisschen so rumgeschossen, so und so. Also ich glaube, jetzt kommt das Geschehnis. Jetzt kommt das Geschehnis. Okay. Deswegen, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir halt da, haben die dann damit gespielt. Und ich habe halt mit der Farbe in der Hand, ne? Und anscheinend war diese Farbe halt brennbar. Wussten wir halt zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und durch diese ganze Pappe, was sie da aufgestellt haben, war eigentlich sozusagen viele Sachen, die halt brennen können. So. Ja, und dann haben die halt ein bisschen gespielt und auf einmal kam Feuer. Wo kam Feuer? Auf dem Boden. Ist ja runtergetroffen, habe ich ja gerade gesagt. Im Keller aber, ne? Nein, oben in dem Raum. Okay, okay.
Ja, so. Da war das ein großes Feuer oder erstmal ein kleines? Ein kleines Feuer, das war ein kleiner Klecks. Ja. So, aus Reflex reagierst du dann einfach, Alter, ey, was passiert, weißt du? Auf einmal, diese Ölfarbe fällt komplett runter. So, die fällt komplett runter, ganzes Feuer geht auf. Du musst dir so vorstellen, überall... Was ist runtergefallen? Dieses, was ich in der Hand hatte, zum Farben, zum Malen. Du aus Reflex, weil du die... Aus Reflex, du siehst da eine Flamme und du denkst, so, weißt du? Aus Reflex hast du den Ölkanister da rein. Ölkanister fällt runter. Was passiert? Dieses Öl verbreitet sich auf die Flamme. Wir konnten das halt nicht löschen, ne? Mhm. Das geht runter, auf einmal alles fängt an zu brennen. Diese ganze Pappe, was sie aufgebaut haben, alles hat gebrannt. Und wir dachten, ey, wir müssen hier schnell abhauen. Ne? Weil war das ein Zimmer? Das war ein Raum. Ein Raum und der komplette Raum hat angefangen zu brennen. Musst du verstehen, dieser Raum hier hat komplett, es hat in der Ecke angefangen zu brennen. Okay. Wurde immer größer und wir dachten, ey, wir müssten das jetzt löschen oder wir müssen abhauen, bevor irgendwas passiert, weißt du? Und dann dachten wir, Alter, die Jungs versuchen das zu löschen, wie die treten drauf, passiert gar nichts. So, und wir hatten ja dieses Seil gebaut gehabt. Es waren immer noch 5, 6 Leute, ne? 5, 6 Leute in diesem Raum. Okay. Wir hatten dieses Seil, wo wir halt von der ersten Etage direkt runter gehen können, weißt du? Die Jungs halten das fest, die anderen hauen ab direkt. Was mit dem Letzten? Wie kommt der dann raus, wenn er den dazu komme ich jetzt, dazu komme ich jetzt. Warte. Wir dachten, Alter, wir müssen jetzt schnell machen, weil sonst kommt die Polizei und wir sind am Arsch. Ja, ja, klar. So, wir gehen, die gehen runter und der Letzte... Warum lacht der? Nein, nein, alles gut, alles gut. Alles gut, erzähl weiter. So, jeder ist unten, wie komme ich runter? Warst du als Letzter? Ich war als Letzter. Und also du hast als Letzter den Seil gehalten? Warte mal. Du musst dein großer Bruder ist da und der lässt deinen kleinen Bruder halten? Lass mich mal ausreden. Du musst dir so vorstellen, ich war der Letzte da oben und ich musste da runter. Ich dachte mir, Alter, ich werde das niemals schaffen. Und ich war halt der Jüngste von denen. Die waren alle 2, 3 Jahre älter als ich. 2, 3 Köpfe größer als ich. Also hat jeder an seinen Arsch gedacht und du warst ja, der klar. Letzte? Ja klar, Bruder, wenn du Polizei hörst, du machst zack, 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 du musst auch abhauen. Dein großer Bruder, dein Leibliche? Ja, hör einfach zu. Auf jeden Fall. Die Jungs runter, ich bin alleine oben. Du merkst, wie die Flamme immer größer wird. Du siehst nur noch Feuer, deine Augen, die fangen an zu schwellen. Du riechst nur noch Feuer. So, und du bist so, du kriegst langsam richtig frei. Wie nennt man dieses Husten? Ja, 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 ja. Das hat richtig gereizt. Und ich dachte mir jetzt, Alter, was soll ich jetzt machen? Es gab nur 2 Optionen. Entweder ich gehe da runter, entweder dieses Seil hält mich fest, oder ich bin halt dann auf dem Boden da draußen, weißt du? Oder ich renne durch das Feuer, durch die Tür. Du musst so vorstellen, ich war hier, die Tür war hier. Wie viele Meter waren das? War nicht weit, aber okay. Da war... Genau, 3, 4 Meter. Auch, kann sein. Ganz kurz fragen noch, wie war das vom Fenster aus zum Boden? Wie viele Meter waren das? Erste Etage. Ich war halt noch klein, dritte, vierte Klasse. Es war zu hoch für mich. Ich dachte, entweder ich gehe da durch, war halt nicht was weit. Was hast du jetzt gemacht? Ja, was ich gemacht habe, ich dachte mir, entweder ich muss jetzt durchgehen. Das Feuer ging immer größer, 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 ja, ja, ich kann ja nicht mehr. Und dann war das halt. Dann dachte ich mir, Alter, ich gebe jetzt auf alles, ich gehe jetzt einfach durch die Tür. Ich bin durchgelaufen, Gott sei Dank ist durch die Flamme. Du bist durch hier die Flamme Tür, gelaufen. Hier ist die Flamme. Ich bin durchgelaufen. Gerannt aber. Gerannt. Durchgerannt. Gott sei Dank ist mir wirklich nichts passiert. Das Einzige, was ich hatte, eine Woche noch Augenschwellen, Husten bis zum geht nicht mehr und automatisch, du riechst nur noch Feuer. Alles verbrannt. Ja, 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 ja. Ich will rausrennen, weil ich dachte mir, wenn die Bullen mich jetzt packen, bin ich am Arsch. So als einziger Junge. Ich renn raus und da war ja, das war so ein Hintergarten und dahinter war ja diese Autobahn. Und ich dachte mir, fuck, Alter, was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt nicht auf die Autobahn gehen, ich bin alleine auf der Autobahn. Ich habe mich auf die Wiese hingelegt und von Winkel konntest du nur noch diese ganzen Polizisten sehen. Ja, die Feuerwehr und so. Nein, erstmal nur Polizisten. Obwohl da Feuer war, kam erstmal. Das haben irgendwelche Leute alarmiert, weil wir da in diesem Haus eingebrochen sind, mäßig. Die wussten ja nicht, dass da Feuer ist. Du siehst Polizeihunde, Polizei läuft neben mir durch und ich bin unten an der Wiese und ich guck die gerade so an. Und ich wusste nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich konnte nicht mehr, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann kam halt eine Person, das war der Obdachlose. Ich dachte, Alter, der wird mich jetzt irgendwas mit mir machen. Ich war ein kleines Junge, weißt du, so ein kleiner Junge. Ich dachte, der wird jetzt irgendwas mit mir machen, weil ich da jetzt irgendeinen Brand gestiftet habe. Und dann hat er mich in seine Wohnung reingeholt, wo er gelebt hat. Verlassene, ja. Ja, und damit die Bullen mich erstmal nicht packen, hat mir Wasser gegeben. Obdachloser gibt dir also Wasser. Das war die Story. Also, wie soll ich jetzt sagen? Dein Bruder war dabei, der ist abgehauen, keiner hat nach hinten geguckt. So wie ich es kenne, von uns Südländern, sage ich jetzt einfach mal, jetzt ohne, ne, du weißt ja, wie ich... Alles klar, ja, ja. So, mein Bruder würde sofort für mich sterben. Also, bevor ich irgendwas mache, würde er da... Das war für mich jetzt an der Stelle, war für mich Undinges. Dazu kommt noch, dass mich, dass das hat... Ich habe die ganze Zeit gedacht, du hast eine Serie geguckt.
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, welcher Serie. Ich habe echt sehr viele Serien. Walla, ich habe sehr viele Serien geguckt. Und ich bin der Meinung, dass, dass eine Szene aus einer, irgendeiner Serie ist, die du wiedergegeben hast. Ich habe aber auch noch eine Frage. Das ist meine Theorie gerade. Was mich. Öfters kam ja schon mal Polizei. Kommt Polizei sofort mit Schäferhunde, ja, klar. Wenn ein Einsatz ist? Nein, das ist auch wiederum paradox. Das muss man ja hinterfragen. Ist paradox, sobald Feuer, aber sagen wir mal, es wurde irgendwo eingebrochen, da kommt nicht in unsere Polizei mit Hunde, aber es kann sein, sagen wir mal. Du musst dir so vorstellen, dieses Brand haben die ja gar nicht gesehen. Die haben nur gesehen, eingeschlagene die Tür, mit Hunde. Die mussten reingehen, weißt du? Die hatten keine andere Option. Warte mal, was sagst du? Ist die Geschichte wahr oder ein reiner Bluff? Also, soll ich meine ehrliche Meinung sagen? Es gibt den großen Bruderinstinkt, dein Bruder wird niemals wegrennen. Ich sag, das ist ein reiner Bluff. Ist das der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, dass es Bluff ist? Ja, zu 1 Million%. Bist du sicher? Ja, sehr sicher sogar. Was sagst du? Wir müssen einer Meinung nach sein. Ich muss auch sagen, er hat die sehr deutlich erklärt oder erzählt, die Geschichte. Deswegen macht mich das sehr, sehr unsicher. Ja gut, das da kann sind er sehr, da sind einige paradoxe Widersprüche drin. Sprüchliche Geschichten, das mit deinem Bruder, das... Oder es geht nicht nur um den Bruder, da sind 5 Leute mit dir, die sind älter als Sammy. Ja, ja. Und die lassen dich kleinen Ding nein, da aber oben auch, alleine. Aber auch das mit dem Obdachlosen und der hat ihn gerettet, das ist mir alles so... Und der gibt dir Wasser. Was gerettet? Ich lag da und dann kam der und hat mich in den Wohnraum reingeholt, damit die Polizei mich nicht sieht. Okay. So. Also ich glaube, wir einigen uns trennen noch darauf, dass die Geschichte reiner Bluff ist. Alles klar. Was sagt ihr, Zuschauer? Ja, jetzt bin ich gespannt. Was sagt ihr, Zuschauer? Ist die Geschichte wahr oder ein reiner Bluff? So, der Sammy sitzt sehr zuversichtlich dort auf seinem Stuhl und guckt uns an. Schreibt alle in die Kommentare. Und jetzt kommt die Auflösung. Meine Damen und Herren, die Geschichte ist wahr. Grüße gehen raus an deinen Bruder. Da habe ich euch geknackt, ne? Warte mal, das ist krass. Also ich habe geahnt irgendwo, dass das wahr ist, weil du das so flüssig erzählt hast. Aber da waren so viele Punkte, die dagegen gesprochen haben. Nicht nur das mit dem Bruder, auch gewisse andere Sachen. Weißt du? Ich muss, Bruder, ein fettes Lob an den Obdachlosen ausgeben. Der hat Sammy, den kleinen Sammy, Wasser gegeben. Meistens sind die ärmsten Menschen herzlicher. Nur mal so by the way. So, Freunde. Guck mal, seid Hand aufs Herz, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Ganze bewertet habt oder was ihr gedacht hättet, wahr oder reiner Bluff. Schreibt es ganz ehrlich und wir sind gespannt auf eure Meinungen. Werden wir auf jeden Fall uns durchlesen. Erstmal stark an Sammy. Ein Applaus. War eine sehr, sehr starke Geschichte. Man muss auch fette Eier haben, einfach durchs Feuer zu rennen als Drittklässler, ne? Boah, das ist krass, Bruder, durchs Feuer. Sogar noch mehr Storys. Als ich noch in diesem Alter war, weil das war meine Primetime, ey. Okay, alles klar. Großen Lob an dich, wie gesagt, das mit dem Feuer, wirklich hart, sehr krass, Bruder, sag ich dir ganz ehrlich. Ein Film zu viel geguckt. Ich freue mich auf die nächste Story, Freunde, seid gespannt. Das war's mit X-Stories, die Company. Ihr wisst Bescheid, bis zum nächsten Video. Ey, ja. Ich bin Jonathan Jones.